Hallo, da bin ich wieder zurück mit Sansara am Umziehen. Ja, heute ist Kartontag. Heute habe ich total viele Kartons gepackt und auch schon rübergeschleppt, rübergefahren. Und ja, Gott sei Dank hatte ich ein bisschen Hilfe hier beim Hochschleppen. Das hätte ich nicht alleine geschafft, weil einige doch ganz schön schwer waren. Ja, aber trotzdem habe ich sehr viele geschleppt, muss ich sagen. Hier, die sind jetzt alle schon da. Also ich glaube, das müssten... Wie viele sind denn das? Ich glaube, es müssten ungefähr 20 sein, wenn das hier so hinkommt. Hier sind welche, da sind auch schon welche. Ich habe das jetzt mal hier so ein bisschen freigelassen, weil hier das Bett hinkommt und das muss man dann hier irgendwie ein bisschen Platz... da muss man ein bisschen Platz haben, um das wieder zusammenzubauen. Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen auf dem Balkon gesessen. Oh, das Wetter ist so mega geil und es ist so schön auf dem Balkon. Es ist so schön, es ist zwar ein bisschen laut, aber es ist schön. Oh, das habe ich sehr, sehr genossen. Ja, hier sind auch schon ein paar Kartons. Tada, vier Stück, Quatsch, vier. Es ist schön, wenn man so gut zählen kann. Es sind acht. Wäre schön, wenn es so viel gewesen wäre. Nee, wäre nicht schön, weil dann hätte ich es ja nochmal tragen müssen. Ja, hier ist ja auch schon... Hatte ich euch das eigentlich gezeigt? Dass hier schon alles leer ist. Jetzt kann man hier schon richtig wieder Boden sehen und die Pflanze, die hat einen neuen Rollboden, also eine Rollunterlage. Das wäre so gut gewesen, wenn man das mal vorher gehabt hätte, ne? Zum Schieben und so. Hm. Nein, man musste sie immer tragen und jetzt hat sie eine Rollunterlage. Super. Naja, immerhin. Und wir haben eine richtig geile neue Lampe. Die will ich euch eigentlich mal zeigen. So sieht die aus. Ich zeige euch die erstmal so. Die Lampe sieht aus wie eine Birne. Eine Birne mit einer Birne innen drin. Ja, ich weiß nicht, ob man was erkennt, wenn ich euch das hier so zeige. Das ist sie auf jeden Fall. Ich glaube, ich zeige euch das lieber mal richtig, wenn sie dann noch angebaut ist. Die sah auf jeden Fall schon echt sehr cool aus. Genau, heute, jetzt gleich, werden wir noch hier oben das restliche Acryl verarbeiten, weil hier ist ja noch nicht, also da war das Acryl alle, deswegen konnten wir nicht mehr weitermachen. Und auch in die Ecken soll natürlich noch Acryl, Gott sei Dank, habe ich ja gesagt, habe ich ja gestern schon gesagt. Und wir haben endlich Klarlack für oben drüber. Moment, hier ist das Licht so ganz komisch, deswegen drehe ich mich mal schnell wieder rum. Wir haben hier ganz viele Tuben, Charlotte hat die mitgebracht eben, war eben im Baumarkt und hat da ganz viel gekauft. Ja, und jetzt kann ich hier mit einem schicken Pinsel loslegen. Wo ist denn eigentlich mein schicker Pinsel? Der sah so cool aus. Haha, der da. Das ist jetzt mein aktueller Pinsel. Der ist voll cool, der ist voll angeschrägt und so. Ja, bin ich aber gespannt, wie lange ich dafür brauche. Ich hoffe, das geht relativ fix, weil ich wollte auf jeden Fall später noch ein bisschen packen. Und ich weiß nicht, ob wir genügend Kartons haben. Das heißt nämlich, ich würde dann schon mal so ein paar Küchensachen vielleicht packen, mitnehmen und hier direkt einräumen. Und dann kann ich den Karton wieder mitnehmen. Und dann wieder vollpacken. Also ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ja, ich glaube, wir haben jetzt noch an die 30 Kartons. Nicht ganz, glaube ich. Etwas weniger. Ich hoffe, wir schaffen das alles. Naja, morgen haben wir noch ein bisschen Zeit. Übermorgen haben wir noch ein bisschen Zeit. Und am Samstag muss dann aber alles auseinandergebaut sein. Damit wir dann... Wir haben nicht so einen langen Zeitraum, um hier alles zu schleppen. Weil so ja, zwei von den wichtigsten Helfern, die sind nur... vormittags da, die sind nur von 9 bis 13 Uhr da und ich weiß nicht genau. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass der Kühlschrank rüberkommt. Der Kühlschrank muss rüber und der große Kleiderschrank muss unbedingt irgendwie rüber. Und es ist so wirklich so zermürbend, wenn man immer die Treppe rauf und runter latschen muss. Diese drei Stockwerke, das ist unfassbar viel. Ach, ich höre gerade, da kommt jemand. Hallo! 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 Was ist los? Ja, ich wollte gerade sagen, ich lege mal kurz auf. Ja, ich lege dann eben kurz auf und fange mal an, hier mit meinem schönen Pinsel mich zu erfreuen. Ihr wisst schon, bis dann. So, wir sind jetzt komplett fertig hier mit dem Acryl oben. Ist Acryl gewesen, ne? Ich schon wieder vergessen. Charlotte macht auf jeden Fall gerade hier Silikon unten. Das wollte ich mal zeigen, weil ich es so cool finde. Hä? Ja, weil du so... Das sieht so, man sieht gar nichts. So geil, man sieht überhaupt nicht, dass da unten durchsichtiges Silikon ist. Das ist aber jetzt richtig geil versiegelt unten. Und man macht das irgendwie immer mit so einem, Shadow, erzähl mal, mit Spüli hier. Wir haben hier so Spüliwasser. Ja, also Silikon bildet da so eine Netzhaut irgendwie, kann das physikalisch, chemisch auch nicht erklären, aber Acryl ist einfach so, dass du es abziehst, so. Kannst auch mit Finger ran und das ist gut. Und Silikon versiegelt man erstmal. Normalerweise sprüht man es dann noch ein. Da gibt es spezielle Mittel eigentlich für. Man nimmt auch ein Spüli mit Wasser.
Dann wird es eingesprüht oder einfach nur den Finger mal eintunken und dann immer schön einmal lang streicheln, dass er glatt wird. Ja. Dafür gibt es auch spezielle Abzieher irgendwie. Gut gehen dafür so eine Eisstiele von Magnum oder so. Keine Werbung. Oder Kochlöffel oder sowas. Je nachdem, welche Kante man haben möchte, dann zieht man eigentlich dann erstmal einsprühen, nass machen und dann einmal abziehen und fertig. Das mache ich mit dem Finger einfach nur. Einmal lang streicheln. Lang streicheln? Ja. Ein Landstreichler. Ja, so mit Glaser oder sowas machen das so ohne nachzuziehen. Das machen die jeden Tag, wenn sie Fenster einkippen oder sowas. Aber der Streichler, der ist immer. Das ist auch viel schöner. Wenn man da einmal lang streichelt, dann hat man eine viel bessere Verbindung zu seinem Fußboden. Ja, sieht doch. Schade, hört mir nicht zu, schade. Ja, achso, da wollte ich auch nochmal. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool aus. Also man sieht irgendwie diese Kante kaum, aber man sieht halt wirklich, dass es versiegelt ist. Das heißt, es kann da nicht irgendwie irgendwas drunter rutschen wie Katzenkotze oder irgendwas anderes. Ekliges. Achso, jetzt machst du da noch in der Ritze. Ja, dann machen wir schon mal alles. Schon mal hier heute drin. Sind wir ganz schön, ja, ganz schön, ja. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Das ist jetzt eine richtige Handyarbeit, ne, für den Schluss. Irgendwie. Bevor man dann jetzt einzieht. Muss das sein, um die Uhrzeit. Ist doch sowieso keiner auf der Straße. Ja. Mach das aus. Also immerhin, etwas hat sich nicht geändert. Es ist immer noch laut. Wenn die Balkontür offen ist. So wie in der alten Wohnung, schön. Ja. Ich mag das, dann weißt du wenigstens, dass du lebst. Das stimmt, ja. Okay, ja, dann machen wir weiter, mal gucken. Und ich sag dann nachher nochmal was. Bestimmt. Ich glaube, es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen. Ich glaube, es wird heute nichts mehr. Ja, wir haben nicht mehr sehr viel Silikon geschafft, aber das ist dabei entstanden. Hallo? Ja. Nach Hause gehen. Ja. Also ich gehe jetzt nach Hause. Auch wenn er jetzt noch hier schläft. Das ist mir zu hart. Ich habe ja schon mal Probe gelegen. Das macht man dann einmal und dann braucht man das auch nicht nochmal machen. Und dann sage ich mal, wir sehen uns morgen wieder mit vielen Kartons und Silikon. Mit sehr viel Silikon. Und sonst weiß ich noch nicht was. Bis morgen. Tschüss. Ja, tschüss, hallo.